Letzter Tag vom Osterevent Extravaganza. Alter, mein Beutel ist so voll. Muss dringend mal ein bisschen entwickeln hier. Zum Glück läuft Glücksei eine Stunde. Können wir hier ein bisschen entwickeln. Ein bisschen Platz schaffen. Die ganzen Volt-Dilemma. Die ganzen Hasen. Unnötig angeklickt. Unnötig gefangen. Kein Shiny dabei gewesen. Alter, Mann. Naja. Gönnen wir uns jetzt erstmal eine Stunde Entwicklungssession. Schön EP machen hier im EP-Rennen. Wie immer, ihr könnt natürlich unten in die Kommentare schreiben, wie das Event so für euch lief. Hattet ihr Erfolg? Hattet ihr Glück mit den Shinies? So. Fortrot, Haspiro, Fluffeluff nicht zu vergessen. Neu und allgemein Babys, habt ihr dann eine Menge gebrütet. Viele Shiny Babys bekommen. Lapras natürlich. Naja, wer hat schon Lapras bekommen? Wobei ein paar gab es sogar. Latios. Leider auch sehr erfolglos. Ja. Ansonsten, Event war recht in Ordnung. Hat Spaß gemacht. Und jetzt entwickeln wir noch ein paar Sachen hier. Yo, Tati, was geht ab, Mann? Nicht viel, Mann, nicht viel. Ich mache gerade eine kleine Entwicklungssession. Was? Scratch Wars? Alter, nein, Mann, ich habe so gar keine Lust drauf. Außerdem habe ich gerade ein Glücksei laufen, Mann. Das geht so gar nicht. Echt jetzt? Es ist so dringend jetzt. Ein Match. Weißt du was? Ich habe da eine Idee, wie ich weiterentwickeln kann und trotzdem mit dir ein Match machen kann. Dafür muss ich aber kurz mal auf meinen Mac rüber switchen. Ja, Tati. Es gibt so eine App, so ein Programm. Nennt sich BlueStacks. Könnt ihr gerne abchecken. Ja, damit kann man so ein Handy simulieren und dann Apps auf dem PC, auf dem Mac zocken. Gilt natürlich nicht für Pokémon Go, weil Pokémon Go ist location-based mit GPS und sowas und hiermit kann man seinen Standort nicht faken. Man kann einfach nur Apps runterladen und dann auf dem PC zocken. Wie zum Beispiel Duel Links, wie zum Beispiel jetzt Scratch Wars mit Tati. Ich habe was ausprobiert mit GoPro, mit der GoPro App, weil die gibt es nicht für den Desktop, sondern nur fürs Handy. Hat aber nicht ganz funktioniert, aber Scratch Wars funktioniert und jetzt können wir ein Spiel gegen Tati zocken. So, bist du bereit, Tati? Ja. Stell dich mal weg, dann kann ich wieder weiterentwickeln. Weil Glücksei läuft immer noch, Mann. Ich brauche die EP. So, jetzt können wir gegen Tati zocken. Scratch Wars, ein Handyspiel und weiter Pokémon Go zocken und hier entwickeln, Mann. Sehr, sehr wichtig, oder? So, los geht's. Zocken wir mal gegen Tati. Der ist richtig krass dabei. Also seit dem Video liebt er dieses Spiel, Mann. Einmal drehen. Und Angriff. Bam. Unser Zug wieder. Können viermal drehen, wegen unserer Kraft. Wir brauchen kein Schild. Dann legen wir den ab. Und drehen direkt nochmal. Und nicht vergessen, schön weiterentwickeln. Das ist der Vorteil. Handys frei. Zum Zocken. Während wir hier ein anderes Spiel noch zocken können. Wieder Schild, brauchen wir wieder nicht. Zweimal kann ich noch drehen. Einer davon muss es werden. Attacke! Los! Und gewonnen! Bam! Ha So schnell und einfach geht das. Ja, reicht das so? Ja, kleines Spiel, weil. Ja, ich habe mich auch gar nicht eingeloggt, das war nur jetzt für dich, damit du da die Punkte bekommst. Ja, okay, passt. Alles klar. Dann erzähle ich den Zuschauern noch schnell ein bisschen was über die App und.
entwickle schön weiter. Okay, hau rein, Tati. Ciao. Ihr kennt's, so sieht euer Handy aus. Und dann geht ihr hier einfach auf Play Store. Zum Beispiel. Und dann könnt ihr hier eingeben, was ihr wollt. Ich bin eingeloggt, dementsprechend seht ihr hier alle Apps, die ich mir runtergeladen habe. Zum Beispiel hier der Trade Decks. Dann habt ihr auch den Trade Decks am PC. Discord. Wobei für Discord gibt es eh was für Desktop. Screen Recorder. Und YouTube Studios natürlich. Pokegenie. Kaki IV habe ich mir runtergeladen. Aber wie gesagt, Pokémon Go hier drauf geht nicht. Dann könnt ihr einfach hier was eingeben. Zum Beispiel Dragon Ball Heroes. Das könnte man zum Beispiel auch noch zocken. Oder Dragon Ball Legends. Dann könnt ihr einfach das hier installieren. Und bam, dann könnt ihr es hier zocken auf dem PC. Persönlich gefällt mir das Spiel natürlich nicht so, weil sonst würde ich es da zocken. Damit könnt ihr auf eurem PC dann eure Handyspiele zocken. Wie gesagt, so Sachen mit Location wie Pokémon Go, demnächst Harry Potter, Wizards Unite, geht natürlich nicht. Jurassic World Alive, aber ganz normale Handyspiele geht natürlich. Wir gehen nochmal hier zum App Center. Da gibt es ja halt zum Beispiel hier die Top-Spiele. Könnt ihr euch einfach irgendwas aussuchen. Oh mein Gott, WWE. Hier Dragon Ball Legends runtergeladen. Dann hier, was gibt's da alles? Brawl Stars ist ziemlich beliebt. Also könnt ihr gerne abchecken und runterladen. Wie gesagt, ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Alle Infos und Link unten in der Beschreibung. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.